ich empfinde es durchaus als mein Kraftwerk. Obwohl es nicht meins ist, aber ich behandle es so, als wenn man es meins war. Ich bin Andreas Diegruber, bin zuständig für das Kraftwerk Wienerbrück. Das ist zugleich mein Lebensmittelpunkt und mein Zuhause da. Und das schon 32 Jahre lang. Und das ist ja die Herausforderung und Lebensaufgabe, man kann es sehen, wie man will. Mein ganzes Privatleben wird eigentlich schon bestimmt vom Kraftwerksbetrieb. Wenn wir zum Beispiel eine von den 100-jährigen Turbinen laufen haben, dann gehe ich da nicht mehr weg. Und dann schauen wir halt alle mal zwei Stunden nach, ob es eh kurz geht. Für mich ist eine Turbine so eine Art Lebewesen. Zwar nicht mit einer Seele, aber trotzdem was sehr Lebendiges. Und wenn man zum Turbinengehäuse zugeht, man hört so schön Rauschen drinnen, man hört eigentlich, wie die Energie vom Wasser umgesetzt wird. Man hört auch diese Schwingungen im Haus, das spürt man schon. Also man spürt das bis ins Schlafzimmer, also das im Wohnzimmer. Es gibt einfach verschiedene Geräuschkulissen, ob eine Turbine läuft oder ob zwei laufen. Aber ich empfinde es eigentlich nicht als unangenehm, das Turbinengeräusch. Für mich ist das eine Art Musik. Dass das zusammenkommt, gell? Dass das technische Verständnis mit dem zusammenkommt, dass einer da gerne wohnt. Das ist wahrscheinlich selten. Das ist einfach abgeschieden und das ist eben da ganz besonders, weil es ja weltweit kein Kraftwerk gibt, was nicht im Auto zu erreichen ist. Kampf der Naturgewalten und den Witterungsverhältnissen. Manchmal gibt es Akutfälle, Witterungseinflüsse, Hochwasser, Schnee. Da muss ich alles ein bisschen schauen, was da so daherkommt an Baumstämmen und alles. Und das hört dann nicht auf mit dem Tageslicht, sondern da geht es in der Nacht dann weiter. Oder manchmal die ganze Nacht durch. Ja, das Schönste war, dass ich meine Frau da kennengelernt habe. Die ist mir da begegnet mit einer Wandergruppe. Und so haben wir uns kennengelernt und ja. Dann haben wir zwei wunderbare Kinder bekommen. Ja, und das war dann das ganze Familienleben. Das war ganz so was, kann man sich vorstellen, nicht immer einfach, aber idyllisch auf jeden Fall. Ja. Es ist einfach, ich habe das nie vergessen, dass das was Außergewöhnliches ist. Und dass es nicht jeder hat.